Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man den Fehlerspeicher beim OBD2-Fahrzeug auslesen und löschen kann. In dem Fall hier bei einer Mercedes E-Klasse. Ich habe mir dazu bei Amazon einen ganz günstigen OBD2-Scanner bestellt. Den steckt man ganz einfach in den OBD2-Anschluss des Fahrzeugs und verbindet ihn dann per Bluetooth mit einer Handy-App. Das Ganze zeige ich euch gleich. Ja, vorweg, der Wagen hat, das kann ich schon mal im Vorhinein sagen, einen Fehler im Differenzdrucksensor. Dann schauen wir uns gleich mal an, inwiefern dieses einfache Auslesegerät diesen Fehler finden kann. Ja, was ist dabei? Ja, ist im Endeffekt nur so eine ganz einfache Verpackung. Ja, kurzen Anleitung, die braucht man aber nicht wirklich. Und dann in diesem Tray ist dann das Auslesegerät selbst enthalten. Ja, klein und kompakt. Genau, nichts Spektakuläres. Ja, ich würde sagen, dann stecke ich den OBD2-Scanner mal kurz ein und wir sehen uns sofort wieder. Ja, der OBD-Scanner steckt jetzt im OBD-Anschluss drin. Nun ist es wichtig, dass wir die Zündung des Fahrzeugs auf Stufe 2 einschalten. Und die Klima dafür aus, das brauchen wir ja nicht. Genau. Und nun nehmen wir unser mobiles Endgerät. Können wir hier sehen. Ich hoffe, man kann das auch wirklich hier erkennen. Versuche mal ein bisschen die Helligkeit runterzuschrauben, weil ich glaube, sonst blendet das hier ein bisschen. So müsste es in Ordnung gehen. Genau, dann haben wir hier so ein Menü. Die App verlinke ich euch. Ganz normaler OBD-Scanner, da gibt es mehrere kostenlose Versionen im App Store. Wichtig ist es, dass wir unser Bluetooth aktiviert haben. Genau. Dann wählen wir unser ECU-Modell, sagen Verbindung mit Fahrzeug herstellen, ja. Dann wird hier der Adapter angezeigt und es wird eine Verbindung aufgebaut. Das kann einen Moment dauern. Ich schneide das jetzt hier nicht, damit ihr das mal in Echtzeit seht. Genau, jetzt vibriert das Handy und wir sehen, Steuergerät wählen. Wir drücken einfach hier drauf, das passt. Alles klar. Nun können wir auf Fehlercodes lesen und löschen. So, hier sehen wir direkt unseren Fehlercode. P244A, das ist ein zu geringer Differenzdruck bei diesem Wagen. In dem Fall entweder Differenzdrucksensor defekt oder beispielsweise ein Riss in der Keramik des DPF. Das muss ich mir demnächst mal anschauen. Genau, wenn wir mehr Infos haben wollen, könnten wir jetzt hier draufdrücken, dann wird der ganze Code in Google angezeigt werden. Oder wir können auch einfach so Google aufmachen und eingeben P244A Mercedes oder so. Genau, jetzt haben wir hier unten den Button Fehlercodes löschen. Natürlich sollte man die Fehlercodes nur löschen, wenn man ja, wirklich den Fehler repariert hat. Genau, Fehlercodes löschen. Fehlercodes löschen, okay. Jo, jetzt zeigt er an, dass die Motorkontrollleuchte aus ist. Das Ganze prüfen wir. Wir zünden. Und Tatsache, unsere Motorkontrollleuchte ist tatsächlich aus. Und das Auto läuft wunderbar. Jo, das war's zu diesem ganz kurzen Video. Ich denke, es ist vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Natürlich kommt man jetzt hier nicht wirklich in tiefe Steuergeräte rein oder so mit diesen Apps. Aber ja, ganz ehrlich, fürs kurze, schnelle Auslesen, wenn man die Motorkontrollleuchte kriegt und wissen will, okay, was habe ich jetzt für einen Fehler? Kann ich bedenkenlos weiterfahren oder sollte ich vielleicht wirklich stehen bleiben? Ja, dafür ist so ein Adapter sicherlich hilfreich. Jo, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video bei Autoverrückt. Ciao.